Hey Leute und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist wieder euer Stürmi und heute mit dem Orakel Leverkusen gegen Stuttgart. Ja, ich würde mal sagen, ich tippe ein 2 zu 1 für Leverkusen. Ja, heute das Video wieder ohne Facecam, wie das erste Orakel. Ich dachte mal, heute zwei Orakels, weil sind ja eigentlich. Das erste ist Bayern, ist ja mein Lieblingsverein. Und das hier ist das Abendspiel, das Topspiel. Und ja, deswegen hatte ich gedacht, ich mache dies hier auch noch. Und beide Mannschaften eigentlich recht gut drauf. Außer Stuttgart hat, glaube ich, verloren letzte Woche. Und da sehen wir die heutige Aufstellung von Bayer Leverkusen. Im Tor sehen wir. Oh, das sieht nicht gut aus, könnte Ui, gelb ui, geben. ui. Holt ihr mich da von den Beinen? Schon früh gibt es Gelb in diesem Spiel. Heißt also, Anton jetzt bekommt ist für den Gelb. Rest der Partie Vorsicht angesagt. Der Anton aus Tirol. Finde ich, greift durch und will damit die Härte aus dem Spiel nehmen. Da ist er. Ach, ich wollte da mitten durch. Wer wird heute der wichtigste Spieler sein? Viele vermuten, dass vor allem Florian Wirtz diese Rolle spielen Oh. wird. Hat in den letzten drei Spielen vier Tore Nein. gemacht. Oh, nein. Statistik, die stimmt, sondern auch Was mache ich da? Macht da vorne sehr viel, ist sehr aktiv und Mann. Sie natürlich. Ma. Da suchen Sie jetzt die Lücke. Entschuldigung, Entschuldigung. Er kann sich durchsetzen. Ja, geht gut dazwischen. Ey, das ist doch nicht wahr. Gehalten war schon eine richtig gute Aktion. Eieiei. Irgendwie Schwierigkeiten hier. Ecke kommt rein. Der Angriff ist Ach. Er geht energisch dazwischen. Irgendwann, Buschi, oh. irgendwann musste dieses Tor einfach fallen. Oder Ach du Scheiße. Es war nur eine Frage der Zeit. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Die Chance, diese Dass Stuttgart hier zum... Aber Ja, dieser Befreiungsschlag ist zum Führungstreffer kommt. Kannst du dich nicht wundern, wenn der Treffer fällt. Eieiei. Das war dann schon eher eine Einladung. Frimpong, komm, du bist doch schnell. Außen ist Platz. Und keiner ist da. Ja. Geht gut nach innen. Jetzt ist der Platz da. Er kann diesen Ball halten, aber die Und da ist der Ausgleich. Aber was macht die Abwehr da? Erst die schöne Parade, aber dann Pendi. Dann bekommen sie den Ball nicht raus. Logische Konsequenz, dieses Tor. Das ist nochmal die Wiederholung des Treffers. Wir sehen zunächst mal diese klasse Parade. Und dann haben sie eben Pech, dass der Ball zurückkommt, nochmal heiß wird. Und dann ah, abgestaubt. Boniface hat hier abgestaubt. Und damit alles auf Anfang. Es steht 1 zu 1. Sie spielen steil, gefährlich. Das sieht gut aus. Tor! Oh! Und 2-1. Sie legen direkt nochmal nach. Sie sind im Moment wirklich unaufhaltsam. Was will sie heute gewinnen? Boah. Ich glaube, die werden sogar die ganze Saison ohne Niederlage auskommen. Ja, in der Tat viel zu schnell und im Abschluss auch Also, wenn sie das wirklich schaffen, ist das echt stark. Bin jetzt nicht so der Leverkusen-Fan, aber was die im Moment spielen, ist schon klasse. Kann jeder sagen, was er will. Gerassi. Super durchgesetzt. Oh. Er zieht ab. Er ist zur Stelle. Och, aber da habe ich aber gedacht. Chaka. Leverkusen macht das immer wieder richtig gut. Wirtz, Furz. Ein ums andere Mal auch spielerisch zu glänzen. Ja, ist schon klasse, wie da gearbeitet wird. Stellen die Mannschaft immer wieder gut. Nein, ach, was tue ich. In Sicht einer der beständigsten Clubs der Liga. Das ist gut. Sie unterstützen den ballführenden Spieler. Da kommt die Flanke. Tolles Tor. Oh, Andrich. 3-1.
Okay, ich habe 2-1 getippt, könnte aber auch 3-1 ausgehen. Also, ich halte mich an dem Ergebnis nicht fest. Eieiei. So, und es ist gleich Halbzeit. 3-1 heißt es also jetzt. So. So, eine Minute kriegen wir hier noch oben drauf. Jonas Hoffmann. Das könnte gefährlich werden. Kein Tor. Boah. Das wäre aber ein bisschen zu hoch geworden. Für die Halbzeit. Ist noch eine Ecke. Mal gucken, was startet raus nochmal. Und dann haben wir Halbzeit. Okay, das war's. Es ist Pause. Das war's für den ersten Durchgang. Wir sehen uns nach der Halbzeit. So, das bin ich wieder. Und mit der zweiten Halbzeit beginnen wir jetzt. Es geht weiter. Und jetzt spiele ich mit Stuttgart. Gucken, ob ich da irgendwie noch am Ergebnis was machen kann. Oder ob sogar hier Leverkusen noch ein Tor macht. Da setzt er sich gut durch. Ach, shit. Nein, was machen die da? Ach, verdammt. So, gehen wir mal hier ein bisschen näher ran. Oh. Okay. Na, was ist denn das hier? Jeremy Frimpong. Boah, der ist auch wirklich schnell. Was war das? Unplatziert, dieser Schuss, und der Torwart hält ihn problemlos. Ja. Sie kommen jetzt über außen. Niemand kann ihn vom Ball trennen. Oha, ach so, einem Winkel. Gyrassi. Ja, gehen wir, machen wir mal weiter. 3-2. 5 Tore, das wäre cool, Alter. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass es unentschieden ausgeht, aber... ich glaube eher, dass irgendeiner gewinnen wird. Andrich raus, Palacios rein. Ach, verdammt. Am Ball ist Grimaldo. Wird's. Mal gespannt, wie Leverkusen sich verbessern könnte für die neue Saison. Was denen da noch einfällt. Die haben ja super Transfers getätigt gehabt für die letzte, also für die jetzige Saison. Man hat es ja gesehen, was draus geworden ist, die Meisterschaft. Kurzer Blick zur Uhr, Viertelstündchen haben wir noch. Und dann noch mit diesem Trainer, das ist schon. Ich finde gut, dass er nicht zu Bayern geht. Die Flanke jetzt. Nein. Gut geklärt, das war wichtig. Den Angriff unterbindet er, aber ich vermute, das gibt Gelb. Ja. Alles richtig gemacht von dem hier. Gelbe muss es geben. Brauch nicht zu meckern. Hat sie gut gesehen. Da bin ich ja echt Profi drin. Kabi. Och, nee. Es gibt sowieso nichts, oder? Oh, man muss hier nicht weiter. Ach, ich versuche es einfach mal. Die Chance lässt er liegen, der Ball geht in die Mauer. Ach, verdammt. Und so kannst du den Torhüter natürlich nicht vor Probleme stellen. Komm. Hier aus dem Abseits gehen. So, also. Wir schauen auf die Uhr, 5 Minuten. Ob jetzt. Oh. Jonas Hoffmann. Was für eine Chance. Tor,
Nein, oder? Okay. 4-2. Auch nicht schlecht. Das Tor, das kam irgendwie aus dem Nichts heraus. Ach. Guck mal, wie Mann da hinten war. 4 Stuttgarter. Und ich bin zu blöd, um den zu stoppen. Ah, je, oh je, oh je. 4-2 steht's damit. Hier ist einiges los. Eine Minute gibt's oben drauf. Mittelstädt. Ach, Spiel ist aus. Hier geht es 4-2 aus im Spiel. Ich tippe auf ein 2-1 für Leverkusen. Denkt dran, eure Tipps in die Kommentare zu schreiben. Bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.